Es ist wieder soweit. Es gibt richtig coole neue Produkte jetzt in den Pipa-Filialen und im Onlineshop im November. Und wir haben euch die coolsten Produkte wieder in die Pipa-Box gepackt. Und wenn ihr diese Box jetzt gewinnen wollt, dem Pipa-Kanal folgen und schreibt uns eure drei Favorites, die wir euch jetzt zeigen, in die Kommentare. Und schon seid ihr mit dabei. So, und was für Produkte wir da jetzt reingepackt haben, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als erstes Produkt haben wir von Beauty Lash das Brow Glow. Also Beauty Lash ist ja bekannt für sein Brow Lift Kit und Lash Lifting Kit und jetzt haben sie eben dieses neue Produkt rausgebracht. Also das ist ein Instant Lift and Style Gel für den ultimativen Wet Look. Also es macht so ein bisschen so einen Wet Effekt und hat eben nicht so diese weißen Schlieren, die man manchmal hat bei diesen Produkten. Ich habe schon ausprobiert, also wenn ihr das auf eure Augen gebt, die halten wirklich den ganzen Tag. Also wirklich cooles Produkt. Als nächstes gibt es von Max Factor auch richtig coole neue Produkte. Das ist zum einen dieses Miracle Pure Skin Illuminating Serum. Das hat richtig schöne pflegende Inhaltsstoffe. Zum einen das Vitamin C, also so einen richtig schönen Glow für die Haut. Aber auch Niacinamide, also es macht so ein ebenmäßiges Hautbild, bekämpft auch Unreinheiten. Und aber auch Hyaluron, also spendet auch Feuchtigkeit. Und was auch richtig cool ist an dem Produkt, ihr könnt es auf verschiedene Art und Weisen verwenden. Also es kann einfach nur so als Pflege verwendet werden, einfach um die Haut so ein bisschen zum Strahlen zu bringen. Oder unter Make-up, so als Primer. Oder könnt ihr es auch zusammen mit eurer Foundation einfach mischen und so verwenden. Also richtig cooles Produkt. Als nächstes haben wir von Max Factor auch wunderschöne neue Cream Plushes. Also die haben wirklich eine wunderschöne Textur. Die sind so leicht und cremig, haben fast eine samtige Textur und haben auch pflegende Inhaltsstoffe. Also auch hier haben wir Hyaluronsäure drinnen. Haben wir in drei Farben. Probiert es gerne aus. Als nächstes haben wir von Max Factor auch zwei wunderschöne Nagellacke. Einmal in der Farbe Opal Coat und einmal in der Farbe Bright Angel Light. Das eine hat so ein bisschen einen Metallic-Effekt und das andere ist so ein bläulich schimmernder Glitzer-Topcoat. Also wirklich schöne Farben jetzt für die Winterzeit. Als nächstes haben wir von Judith Williams Cosmetics auch ein richtig cooles Produkt, nämlich den Magic Wonder Balm. Das ist vor allem für diejenigen geeignet, die jetzt nicht so eine starke Foundation wollen, sondern eher nur was Leichtes. Das ist eine BB-Cream mit Make-up-Effekt, pflegende Inhaltsstoffe. Also es hat Hyaluron und sogar einen Lichtschutzfaktor von 15. Wenn ihr das auftragt, das passt sich so eurem Hautton an und macht halt ein wunderschönes, ebenmäßiges Bild. Von Mixer sind jetzt die neuen Gesichtspflegeprodukte absolute Bestseller. Jetzt für November in unserer Box ist das Mixer Salicylsäure und Niacinamid Serum. Also das reduziert Hautunreinheiten und verfeinert Poren und macht einfach insgesamt ein ebenmäßigeres Hautbild, ohne dabei aber die Haut auszutrocknen. Also das ist oft bei so Serien, die Salicylsäure oder Niacinamid, dass da halt ein bisschen die Haut trockener wird, aber das ist bei diesem Serum nicht der Fall. Auf jeden Fall auch für empfindliche Haut geeignet. Es gibt jetzt bei Pipa auch Korean Skincare und wir haben hier zum einen die Marke Som by Me, das Beta-Patenol Repair Serum. Also das ist ein Hochleistungsserum und hat verschiedenste Inhaltsstoffe, die auch das Hautbild allgemein ebenmäßiger machen, Unreinheiten bekämpfen. Ist auch für zu akneneigende Haut geeignet und für empfindliche Haut, also unbedingt ausprobieren. Dann haben wir noch von Som by Me das Retinol Intense Reactivating Serum. Hat Retinol, Retinal und Bakuchiol drinnen, also wirklich super schöne Anti-Aging Inhaltsstoffe. Bitte nur unbedingt aufpassen bei Retinol, da muss man sich so ein bisschen herantasten und auf jeden Fall Sonnenschutz danach verwenden, weil es die Haut auch so ein bisschen empfindlich macht gegenüber der Sonne. Dann haben wir noch eine Maske rausgesucht, jetzt für die November-Box, auch von einer Korean Skincare-Marke, nämlich Misha. Wir haben uns gedacht, jetzt für den Winter perfekt, die Haut wird trockener, die Heizungsluft, es wird die Haut generell anspruchsvoller. Deshalb die Hyaluronic Acid-Maske, um der Haut einfach noch einmal mehr Feuchtigkeit zu geben. Als nächstes kommen wir zu den Haarprodukten. Und zwar haben wir von Gliss, jetzt von der Liquid Silk-Reihe, die ja auch super gut bei euch angekommen ist, ein Leave-In. Und zwar ist das ein Glanzbooster für brillanten Glanz und langanhaltend seidiges Haar. Es ist für sprödes, glanzloses Haar. Einfach in die Haare geben, kann man nach dem Haare waschen, ins feuchte Haar oder auch ins trockene Haar. Und das macht die Haare dann wirklich wunderschön seidig und glatt. Und dann gibt es von Bali Curls jetzt ganz neu ein Curl Leave-In Diffusing Heat Protection Spray. Das ist für lockige Haartypen, aber auch für alle möglichen anderen Haartypen. Einfach ein Heat Protection Spray kann man auch ins nasse Haar oder ins trockene Haar einfach einarbeiten, einsprühen und schützt die Haare und macht die Haare schön geschmeidig. So, die Pipa-Box ist voll und wenn ihr diese Box jetzt gewinnen wollt, wie gesagt, einfach nur dem Pipa-Kanal folgen. Schreibt uns eure drei Favorites aus dieser Box in die Kommentare und schon seid ihr mit dabei.